So, jetzt hier. Aufgepackt, sprich die Schütte. Ja, Schütte, jetzt habe ich zu wenig Licht, weil andere Schütte ist ja natürlich hier. Habe ich Licht? Ich guck mal eben. Der macht gar kein Licht hier, das Mistding. Ja, hier aber das Teil. Ja, hier ist die andere Schütte. Er ist jetzt leider ein bisschen dunkel und unscharf. Aber das war ja auch hier so ein Pappding. Und jetzt aber zack, dieses Teil hier. Jetzt hier so mal reingucke. Ich kann das sogar nicht aufmachen. So. Doof ist natürlich auch, dass das Licht jetzt hier nicht so richtig ist. Ne? Auf jeden Fall ist es auch ein Aufsteller. Wenn wir schon so gucken. Oh, der ist diesmal aber schön in schmal. Oh, guck mal hier. Auch schön um. Ja, ich muss mal gucken, dass das hier nicht umfällt. Das ist auch mal ein bisschen größer. Schön in Hochkant. Das kann man jetzt natürlich schön auch die Püppchen immer vorstellen. Und besprechen. So zum Beispiel, ne? Dann kann man mal schön bla 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 bla. Ist unscharf auch, ne? Und ein bisschen verwackelt. Ich übe ja noch. Ach so, dieses Licht muss ich auch ausmachen. Also nochmal Pause. So, nochmal hier die Schütte der Aufsteller. Welcher ist denn jetzt schärfer? Das ist schwer zu sagen, ne? So, oder? Ich glaube so. Ja, das macht sich dann schon schön, wenn man dann so eine kleine Figur hinstellt. Ja, ich könnte das ja jetzt mal zusammenbauen, weil es sind ja doch was ist das denn? Papierpappe. Ist natürlich alles jetzt ein wenig chaotisch. Oh, dieses Papier ist natürlich auch schon zum Bemalen. Jetzt gucken wir da mal hier. Ach du Scheiße. Das ist echt so ein kleiner Aufsteller. Ich habe gar keinen Platz hier. Guckt mal, Yoda, ich kann das so nicht halten. So, eben gucken. Okay, hier haben wir dann auch wieder Dings und 3PO. Also das ist ähnlich wie das, was ich schon habe. Ich baue das mal eben zusammen. Dann geht es gleich direkt weiter, ne, wie das Teil aussehen mag. Bis gleich. So, hier nochmal. Jetzt weiß ich auch, dass das keine Aufsteller sind, sondern Schütter heißt. Keine Ahnung warum. Hier halt nochmal, dann haben wir hier die Aufbauanleitung Hasbro Schütte. Ja, gucken, ob man es vernünftig lesen kann irgendwie. Geht mir schon wieder auf den Sack hier. So. Zack, zack, zack. Ich gehe mal näher ran. Das macht doch keinen Spaß so. So. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Okay, flachliegender Zuschnitt. Dann Aufrichten des Schachtes. Ich bin gespannt, ob das gleich so klappt. Aufstellen des Sockels, Umlegen der Seitenwand um 90 Grad. 4A. Dabei den Boden und die seitlichen Laschen nach innen klappen. Ob das gleich alles so klappt. Nach demselben Prinzip die zweite Seite umlegen. Okay, zack. Dann. Ach, da ist 5. Ich wollte schon sagen, die 5 fehlt ja. Alle 4 Seiten wieder nach innen legen. Ich bin gespannt. Das ist. Ach, das ist so ein breites Ding zum Hinstellen. Ey, das ist ja super. Ich meine, da sieht man es ja schon. Ja, das jetzt ja lustig. Also finde ich ja super. Ja, danke an Rossmann, an die netten Verkäuferinnen, die es einem geschenkt haben. Ja, Tornado auch super, weil gute Figuren. Ich baue auf und dann wird es gleich hier dran gesetzt. Ne? Bis gleich. Star Wars Schütte. Jetzt weiß ich, da schütte ich meine ganzen Püppchen rein. Aber ich nehme es wohl lieber für Schallplatten. Also als Schallplattenregal ist das Ding auch super. Wenn jetzt mal so guckt, wie groß ist das? Über einen Meter hoch. Ist very, very nice. Sag ich mal so, ne? Ich wollte hier noch ein bisschen mehr Zoo-Dings. Aber hier den Platz halt, um ohne Ende was reinzulegen. Also Figuren passen ja hier eine Menge rein. Von der Seite noch, also Rückseite. Ja, hinten haben wir noch einen Yoda. Aber jetzt ist natürlich ein bisschen dunkel hier, ne? Den Yoda noch, aber wie gesagt, also ich würde es ja wirklich für Schallplatten nehmen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das aussieht. Natürlich habe ich jetzt ja keine Star Wars Platte zur Hand, sondern Flash Gordon. Ah, ist ja auch schön, ne? Kann man sich auch mal angucken hier. Flash Gordon 2 als Vinyl zum Beispiel so. Guck mal, jetzt kann man hier schön ein Ding nach dem anderen reinlegen. Ja, mal gucken, was ich damit mache. Könnte natürlich auch ein schönes Diorama reinbauen. Was auch immer.
Ja, ich guck mal, ne? Hier wenigstens nur eben als Anhang. Wie gesagt, schön von Rossmann wieder, schöner Aufsteller. Könnte man auch die Figuren drauf besprechen. Hier schauen wir, ne? Also, Peace and Justice, bis zum nächsten Mal. Das war die Star Wars Schütte. Wo schüttet sie denn? Ach da. Und tschüss. Kurzer Nachtrag. Nochmal einkaufen gewesen. Noch ein R2 geholt. Aber diesmal wenigstens mit Dagobah Hintergrund. Da X-Wing ab im Sumpf. So kann ich schon mal schön den anderen auspacken und behalte den eingepackt mit dem schönen Bild. Ja, den einmal. Dann noch wieder, was haben wir hier? Oh, Power of the Force. Den guten Werwolfmann, sprich wieder ein für die Kantine. Er spiegelt sich schon wieder wie Sau hier. Wie heißt er? Sivrak. Wie auch immer der ausgesprochen werden mag. Wie gesagt, einmal nur kurz reingucken, weil jetzt ist der Monat wieder gelaufen. Weniger essen, dafür wieder genug Püppchen hier. Und wieder für die Cantina noch. Power of Jedi Collection 2 Bo-Shek. Ist auch nice. Wie gesagt, ja, hier reflektiert alles. Später nochmal genau angucken. Ging jetzt nur darum, wieder einkaufen gewesen. Geld ausgegeben. 10 Euro. Ist okay. Oh, hier. Den ich ja gerne noch. Sehe ich gerade. Da muss ich ja mal gucken, ob er den noch hat. Den R4 M9. Schauen wir mal durch, was dann demnächst noch kommt in dem guten Laden. Ne? So, dann. Peace and Justice. Auf in den Kampf. Nächste Figuren. Bis dann.